So, ich hoffe, es klappt ja alles. Wie versprochen kommt heute das FAQ-Video. Ich habe nämlich das eine Video von Minecraft Sky Legends hochgeladen. Da solltet ihr in den Kommentaren ein paar Fragen stellen. Es sind sogar ein paar Fragen. Ein paar Fragen am Start. Die haben wir auf jeden Fall. Also es hat sich auf jeden Fall hier in der Welt sehr, sehr viel getan. Ich habe viel im Stream, viel Offscreen und gemacht. Wir haben Villager durchs PvP-Event bekommen. Schäfchen und. Oh mein Gott, der, was ist das denn? Das klären wir gleich, glaube ich. So, wir fangen an mit der ersten Frage, bevor es hier noch zu lange dauert. Fangen von oben an. Die hat zwei Likes bekommen. Hey, ich frage mich, was es für Projekte in Zukunft gibt von der Renault oder Renault, keine Ahnung. Ja, was für Projekte es in Zukunft gibt. Also wir sind jetzt hier gerade in dem Sky Legends Projekt. Das wird jetzt auch, denke ich mal, noch nach Weihnachten laufen, auch noch im Neujahr. Und irgendwann ist ja auch ein Projekt dann auch fertig gespielt, ausgelutscht und dann kommen natürlich auch neue Projekte. Ich überlege ja auch noch, ob man vielleicht dann irgendwann mal eine zweite Version von Sky Legends macht. Aber erstmal kommen andere Projekte, denke ich. Es sind so Projekte wie Miba, die ich früher auf meinem Kanal hatte. In Planung, der neue Miba-Teil, aber eventuell nicht im Team, sondern das erst allererste Mal als Einzelspieler, dass das auch nicht über Tage geht, sondern an einem Tag mehrere Videos hochgeladen werden, also aufgenommen werden. Sie könnten nur ein ganzes Video rausgeschnitten wird. Wir gucken mal. Oder was ich auch vorgeschlagen habe mit Burgen erobern, ein Projekt, dass man ein 5 gegen 5 startet auf einer normalen Survival-Welt mit einem Modpack, wo man TNT-Kanonen hat und sowas, wo man vielleicht wo man dann sich gegenseitig mit abschießen kann. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Eventuell Kabel fahren. So, guck kurz nach der nächsten Frage. Die hat drei Likes und ist somit, wie ich hier sehe, ja, so die am meisten Likes hat. So, machst du die Kids-Serie weiter? Fragezeichen von The Real Gamer. Schwierig. Also ich habe jetzt mir gar keine Gedanken mehr zu der Kids-Serie gemacht, weil die schon uralt ist. Ich glaube, das erste Video kam vor 5 Jahren. Ich kann mal gucken, ich bin ja hier gerade auf YouTube, gerade mit meinem Handy. Vor 6 Jahren kam das erste Video der Kids-Serie. Vor 6 Jahren. Und im PvP hat sich viel geändert, auch auf Gomme PvP hat sich viel geändert, dass das schon lange nicht mehr für mich persönlich spielbar ist. Ja, deswegen denke ich eher weniger, dass es noch eine Kids-Serie geben wird. Außerdem funktioniert auch mein alter Minecraft-Account gar nicht mehr. Das heißt, ich habe gar keine Kids mehr und ich habe keine Lust mehr, die nochmal zu erspielen. Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht vom Kollegen mal den Account bekomme oder sowas. Muss ich mal gucken. Wegen der Kids-Serie. Aber stabil. Die Axt, die Spitzhacke und die Schattek, aber egal. Die kann man sich noch mal neu holen mit den Villagern. Wenn ich noch Emeralds habe. Ja, habe ich nicht mehr. Egal. Brauchte ich jetzt eh nicht. So, wo war ich denn jetzt noch mal? Finger Kitzel, genau. Wie gesagt, da lasse ich noch alles offen, auf jeden Fall. Ja, aber es kommen bald wieder auch PvP-Videos von Minecraft aus, ne? So ist das nicht. So. Jetzt gucken wir uns die nächste Frage an.
Von viele Game, was machst du neben dem Stream und verdienst du Geld mit Stream und Videos? Nebenbei bin ich auf Teilzeit am Arbeiten. Ja. Und mit Stream verdiene ich Geld, ja. Nicht viel, nur ein bisschen. Ich sage aber auch keine Summen. Und mit Videos, könnte ich Geld verdienen, aber ich monetarisiere die gar nicht. Also die mit den ganz alten Videos vor 6 Jahren verdiene ich Geld. Verdiene ich aktuell immer noch ein bisschen Geld. Aber sonst verdiene ich kein Geld mit den Videos auf YouTube. Deswegen konzentriere ich mich auch mehr auf Twitch, Kapi. Nein, also ich verdiene mit YouTube kein Geld. So, genau, da haben wir die Frage auch schon durch, Alter. Es ging ja richtig fasti hier. Wie machst du deine Kombos? Sind absolut krank von Flo Plays. Jo, meine Kombos. Also, ich war früher am Anfang, in der Anfangszeit von Minecraft noch nicht so krass, weil ich habe Minecraft angefangen zu spielen, nicht am PC, sondern auf der PlayStation. Und auf der PlayStation ist alles ein bisschen, ja, das ist auf jeden Fall anders mit Controller zu spielen als mit Tastatur. Ist ja logisch. Und, ja. Ich verliere mal den Faden voll schnell, weil ich mich hier mit dem Bauen auch konzentriere. Ja, die Kombos, die habe ich nach einer Zeit gelernt. Ich habe mir viele Videos angeguckt, wie man Kombos macht und, wie man besser im PvP wird und. Und irgendwann habe ich mir selber ein paar Taktiken beigebracht. Einstellungen sind sehr, sehr wichtig. Die Tasteneinstellungen. Manche Leute, die meine Tasteneinstellungen in Minecraft sehen, die würden sagen, Junge, was ist das? Aber zum Beispiel, ich habe alle verregen sich auch, weil ich Sprinten auf Q habe. Und dann heulen die rum, dass es rausschmeißen, also aus dem Inventar schmeißen. So. Das ist aber bei mir eher. Ich hab Q sprinten. Da habe ich direkt beide nebeneinander. Beide Tasten wie W und Q. Die direkt nebeneinander und kann direkt alles machen. Aber ja, gut. Erstmal muss man seine Tastenkombinationen finden. Ganz wichtig. Ja, und dann immer zickzack laufen. Schnell schlagen. Viel kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Also muss man halt einfach nur üben. Clickspeed. Ping ist auch natürlich eine Sache, ne, wegen Internet und so, wegen der Range. Aber am meisten Clickspeed und Zickzack laufen. Und am besten nicht viel springen beim Kämpfen. Weil wenn du springst, kann er dich ja wegkommen und ganz easy. Easy peasy. Aber ich kann probieren, mal ein Video darüber zu machen, aber erstmal muss ich selber nochmal gucken, wie man überhaupt so gute Kombos machen kann. Nächste Frage ist von Matu. Lieblings-Minecraft-Server. Aktuell habe ich gar keinen Lieblings-Minecraft-Server außer den hier. Aber wenn man so von PvP redet, denke ich den einen Server, wo ich jetzt zurzeit immer Minecraft spiele. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Ich guck mal ganz kurz drin. Das ist der hier. Das ist die Server-IP. Yatex. Da spiele ich zurzeit Minecraft drauf. Also Skywars auf jeden Fall. Weil, ja, keine Ahnung. Macht mir mehr Spaß. Also ist auch ein anderes Skywars als Aufkomme. Da gibt es Bogen, Punchbogen und sowas kann man bekommen. Spezielle Items in Kisten. Das ist richtig geil eigentlich. Feiere ich auf jeden Fall richtig. Die Art von Minecraft. PvP. Früher war es GOM, aber GOM ist absolut gar nicht mehr mein Lieblingsserver. Ich spiele darauf gar nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich drauf gespielt habe, war in der TTC-Zeit, wo es TTT nur in der 1.8 gab. Da habe ich mit den Kollegen hier von dem Server hier immer TTT gespielt. Drauf, aber seitdem das in der 1.16 ist, ist das Schmutz. Feier ich gar nicht. Ja, und das war, glaube ich, sogar die letzte Frage. 9 Minuten, 10 Minuten ungefähr. Sind wir durch? Ja gut. Das war keine Frage, aber kann ich ja auch durchlesen, weil ich jeden Kommentar hier fast vorgelesen habe aus der den hier von LF Player. Bau die gesamte Base von Nickbet HD ab. Da kriegst
kriegst du ein paar Klicks mit. Korrekt, Digga. Also, kann ich machen.